Moin Moin und herzlich willkommen zurück hier beim FM20. Heute wieder mit dem ersten FC Saarbrücken, mit dem wir am letzten Part gegen Freiburg im Elfmeterschießen tatsächlich die Überraschung geschafft haben und dadurch, dass wir alle Elfmeter verwandelt haben, dann weitergekommen sind. Das war auf jeden Fall sehr schön und damit treten wir heute mit dieser Moral, die dadurch entstand, gegen Bayern Alzenau an. Diese sind auf Platz 1 derzeit zu finden, haben eine mega krasse Form in dieser Saison bisher. Allerdings sind sie von der Mannschaftsstärke nicht in dem Bereich eigentlich. Und ja, haben in der letzten Saison den 11. Platz belegt, also der Platz, der eher so zu deren Stärke passt. Und wir hoffen, dass wir die auf jeden Fall wieder ein bisschen runterhauen. Denn ich habe jetzt nichts gegen Alzenau, aber ich habe auch nichts für die, deswegen würde ich schon lieber Waldhof, die Kickers oder uns beispielsweise oder Offenbach oben sehen. Dementsprechend zu Alzenau habe ich keine Verbindung, deswegen können wir da jetzt gerne mal 3 Punkte mitnehmen, würde ich sagen. Dann auf jeden Fall wie immer im Textmodus, wie ich eben schon angesprochen hatte, Saison bisher und Form spricht ganz klar für Alzenau, da sind wir ja gerade erst dabei, dieser Brücke da unten rauszubekommen, was aber für uns spricht, dass wir gerade Freiburg geschlagen haben und aus den letzten 3 Spielen immerhin 5 Punkte mitnehmen konnten. Das ist nicht wirklich weniger, als wir vorher in 8 Spielen geholt haben, wovon ja die meisten Spiele unter dem alten Trainer noch waren. Ja, genug gelabert jetzt. Wir gehen auf jeden Fall rein. Heimvorteil, Stärkevorteil und nur die Form spricht für die Alzenauer. Das könnte heute also vielleicht was werden. Hoffen wir mal, dass es was wird. Wie immer, gebt euer Bestes. Und dann los geht's. Wir haben einen Gewinner bei der 50-50 Verlosung. Die Gewinnzahl ist die 390167. Ich wiederhole das Ticket mit der Nummer 390167. Hat gewonnen. Sie können sich noch frei. Das war gleich mal der perfekte Start, also es geht weiter super bei uns weiter, denn Mergim Feysulahu, unser Zehner, sieht, dass der Torwart zu weit außerhalb des Tores steht, lupft den einfach mal über den Hüter und der geht genau unter die Latte zum Tor, sehr schön. Schade ist, dass in der achten Minute dann Breitenbach die gelbe Karte wegen gefährlichen Spiels bekommt. Das ist natürlich ärgerlich, 82 Minuten aufpassen zu müssen, dass man keine weitere Karte sieht. Jetzt aber auch die gelbe Karte auf der gegnerischen Seite. Rogina, der Gegner, kriegt für ein hartes Einsteigen gegen Golley die gelbe Karte. Somit also eine frühe 1-0-Führung für uns und auf beiden Seiten eine frühe gelbe Karte. Die zweite Chance in diesem Spiel wieder für uns. Breitenbach versetzt Funke rechts im 16er und schießt aus Spitzenwinkel. Der Ball knallt aber gegen den Außenposten. Schade. Trotzdem bis jetzt gut reingekommen in diese Partie. Das erfreut mich auf jeden Fall schon mal. Dann allerdings auch die erste Chance der Alzenauer. Eine Riesenchance sogar, das ist nicht gut. Schickjelka für den Ball im Mittelfeld, hebt ihn leicht nach vorne zu Schick. Es riecht nach Abseits, doch der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Der Mittelfeldspieler ist frei durch und lässt Batz aus 9 Metern keine Chance. Das ist natürlich ärgerlich. Erster Treffer von Schick, 5. Vorlage vom 8. Ist natürlich bitter, wenn wir jetzt hier ein Abseits-Tor gegen uns kriegen. Es bleibt einfach dabei. Abseits in diesem Spiel stand einfach immer gegen uns, bis auf das Freiburg-Spiel. Da hatten wir es ausnahmsweise mal für uns und dann lief das Ergebnis ja auch gut. Jetzt verziehen wir hier leider eine gute Chance. Und wir kriegen 11 Meter da. Der gegnerische Innenverteidiger Feysulahu foult. Zuletzt hatten wir gute Ergebnisse bei 11 Metern. Jakob. Schön. Sehr schön, er lässt den Torhüter in die Ecke springen, schießt aber selber in die Mitte. 2:1, es bleibt dabei, Sebastian Jakob trifft regelmäßig 8. Saisontreffer. Jetzt muss er sich heute bloß mal die verdiente Note dann auch abholen. Jetzt aber gleich im Gegenzug in der 22. Minute die Chance der Alzenauer. Funke von der linken Seite in den Strafraum. Verlängert auf den Stürmer, der ist einen Schritt schneller als Breitenbach, der geht vom Innenpfosten unerreichbar für Batz über die Linie. 2:2, das ist bitter. 8. Saisontreffer vom Stürmer, 1. Vorlage vom 8. Ljubcic und gleich nochmal die Alzenauer 2 Minuten später.
aber der Schuss vom Achter aus 28 Metern ist ungefährlich. Glück gehabt. Das ist natürlich ärgerlich, dass wir hier zweimal schöne Tore erzielen und trotzdem nicht führen derzeit. Und schade, bei der Flanke von Mendler wird nichts draus. Also zweimal geführt, zweimal ausgeglichen, das geht auf jeden Fall besser. Gerade die Defensive, die zuletzt ja immer sehr stark war, heute enttäuschend. Können wir aber nochmal was zeigen, 44. Minute jetzt. Müller mit der Ecke. Aber der Innenverteidiger gewinnt das Kopfballduell und kann klären, der Torwart muss nicht mal eingreifen. Schade. Also irgendwie bleibt es weiterhin dabei. Wir können nicht eine gute Partie von der ganzen Mannschaft haben. Entweder die Offensive ist gut und die Defensive ist schlecht, oder die Defensive ist gut und die Offensive ist schlecht. Oder es ist ein mittelmäßiges Spiel von allen, aber so ein richtig gutes Spiel von allen habe ich bis jetzt noch nicht gesehen in diesem Spiel. Das ist natürlich ärgerlich. Und in der Rechtsverteidigung gehen wir jetzt auf Nummer sicher, bringen Barilla für Breitenbach, der ist gelb verwarnt und hat eine 4,0, also kein großer Verlust. Schrauben hier den Einsatz und sowas weiter hoch. Und dann Halbzeitansprache. Ja, was sagen wir da? Macht es so, wie wir es im Training einstudiert haben. Ansonsten loben wir die beiden Torschützen. Loben Zellner für seine gute Abwehrleistung. Auch ein bisschen komisch, das zu sagen, wenn man zwei Tore aus drei Chancen oder sowas bekommen hat. Und motivieren noch die anderen beiden Verteidiger sehr schön. Teamwork weiter im schönen grünen Bereich mit 69, Stimmung 10 ausgeglichen. Auch sehr schön nach dem, was wir hatten, als wir gestartet haben. Und dann gehen wir jetzt so in die zweite Halbzeit und hoffen, dass wir da besser rauskommen können. Hier auf jeden Fall der Wechsel jetzt, Barilla für Breitenbach. Ist auf jeden Fall für den neutralen Zuschauer ein schönes Spiel, wie man auch bei der Halbzeitanalyse da lesen kann. Jetzt aber mal eine Chance für die Alzenauer, Freistoß, Ljubicic. Und da haben wir Glück, dass der Stürmer den Kopf an die Kugel zwar bekommt, aber den Ball links neben das Tor setzt. Jetzt mal eine Chance für uns, 53. Minute. Riesenchance jetzt für uns. Und dann ein unglücklicher Abseitspfiff gegen Jakob, das gibt es nicht. Scheint also eine extrem starke Chance gewesen zu sein, die uns hier weggepfiffen wird. Das ist natürlich ärgerlich. Jetzt aber erneut eine Riesenchance, für die diesmal auch abgepfiffen. Barilla kommt rechts im 16er zum Schuss. Der Ball fliegt durch zahlreiche Abwehrbeine. Endres kann nur gerade so noch abklatschen und Jakob staubt aus 4 Metern ab. Sehr, sehr schön, 9. Treffer, erste Vorlage von Barilla, Doppelpack Jakob, er ist einfach weiter saustark drauf. Sehr, sehr schön von unserem Angreifer dort. Und jetzt in der 58. Minute die nächste gute Chance, die nächste Riesenchance. Ja, Wilke hindert Mendler erfolgreich am Flanken und klärt zur Ecke, also das war jetzt die Riesenchance, okay. Allerdings wird wohl auch die Ecke eine Riesenchance, die wird jetzt gebracht von Mario Müller. Und dann kann gerade so vor dem Einkopf bereiten Jakob geklärt werden. Den hätte er sicher sonst reingemacht. Schade. Jetzt auf jeden Fall ein Wechsel bei den Alzenauern. Kaiser kommt für Rogina in die Partie. Dann kriegt jetzt noch Perdedei die gelbe Karte. Taktisches Foul, wenn ich das gerade richtig gelesen habe. Ne, grobes Foulspiel, dann habe ich mit dem Überfliegen was falsch gemacht. Dann wechseln wir auf jeden Fall. Barilla geht jetzt ins rechte Mittelfeld. Ich hoffe, ich versau mir das jetzt hier nicht. Aber ich möchte nochmal Stern die Chance geben, der hat ja zuletzt enttäuschend gespielt, als er eingewechselt wurde. Einmal 24 Minuten gespielt und eine 5,0, einmal 23 Minuten gespielt und eine 4,0. Jetzt bringen wir ihn rein, um 24 Minuten wieder zu spielen. Hoffen wir, dass er heute mal eine bessere Leistung zeigt. Gucken, was Barilla im rechten Mittelfeld noch so leisten kann.
Und ja, dann hoffen wir, dass wir hier den Sieg irgendwie mitnehmen können. Ich möchte auf jeden Fall nochmal vollen Angriff zeigen, denn die Offensivbemühungen in dieser Partie waren bis jetzt gut. Wenn wir also zu weiteren Chancen kommen können, würde ich lieber noch erhöhen, anstatt noch ein Gegentor zu bekommen. Jetzt auf jeden Fall einen Schuss von Zeitz. Der wird aber zur Ecke geklärt, beziehungsweise abgewehrt vom Torwart. Die wird jetzt reingebracht von Müller. Die Abwehr der Gegner kann jedoch souverän klären. Schade, und gleich im Gegenzug nochmal eine Chance von Alzenau. Ecke von rechts, Kaiser. Kerze von Batz. Och nein. Das gibt es nicht. Ausgerechnet so eine blöde Aktion vom sonst so starken Batz produziert hier das 3 zu 3. Das gibt es nicht. Batz zuletzt immer so stark und jetzt. Das ist natürlich ärgerlich. Und jetzt kommen die Alzenauer nochmal gut in die Partie. Aber gute Aktion diesmal von Batz. Somit nur eine Ecke. Was wird aus dieser Ecke? Die wird von Kaiser reingebracht. Aber Juanfero kann den Ball klären. Schön. Bringen wir jetzt nochmal Bulic. Der hat ja schon zwei Kurzeinsätze gehabt bis jetzt. Und kriegt hier heute auch nochmal einen. Für den gelb verwarnten Perdedai. Und dann mal gucken, was wir in den letzten 20 Minuten nochmal zeigen können. Jetzt auf jeden Fall nochmal ein Stimmewechsel bei den Alzenauern. Und jetzt nochmal eine Chance für uns in 71. Bullet schickt Mendler, der auf dem Weg zu Tor jedoch ins Stolpern gerät und von Rau noch vom Ball getrennt werden kann. Schade. Und jetzt ein taktisches Foul von Sentürk bei den Alzenauern. Gelbe Karte für das taktische Foul. Und jetzt auch nochmal eine gelbe Karte auf unserer Seite für den eben eingewechselten Dominik Stern. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich wieder eine schlechte Note abholen, wenn die einzige Auffälligkeit in diesem Spiel eine gelbe Karte ist. Also der kommt wirklich nicht so wirklich rein bei uns. Jetzt aber nochmal eine Chance für uns. Ecke von Müller. Der Ball kommt etwa 20 Meter vor dem Tor zu Jakob. Der lässt den Gegner aussteigen, zieht ab. Und der Ball streicht rechts unten am Pfosten vorbei. Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Jetzt in den letzten 10 Minuten nochmal vollen Angriff nach vorne. Jetzt zählen nur noch Offensivaktionen. Ja, wir wollen weiter vorne pressen, weiter vorne mit der Abwehr stehen. Dann Laufweg habe ich schon wieder verpeilt, das zu machen. Das muss ich tatsächlich noch machen. Und ja, also keine Rückwärtsbewegung jetzt mehr vom Mittelfeld. Die sollen sich alle nur noch um die Offensive kümmern, damit wir noch irgendwie hier die 3 Punkte vielleicht mitnehmen können. Los geht's in die Schlussphase, in die letzten 10 Minuten hier jetzt rein. Jetzt aber nochmal die Alzenauer. Und da haben wir Glück, dass der Schuss von Kaiser nur gegen den Außen Pfosten geht und hier das, was ich eben meinte, Dominik Stern, unser Jugendspieler, schon wieder mit einem sauschlechten Spiel heute. Das ist extrem bitter, dass der nicht reinkommt. Jetzt nochmal eine Chance für uns, eine kleine Barilla geht am Strafraumrand zu Boden, vor der Linie, rappelt sich auf, fällt wieder und diesmal auf der Linie, wird aber nicht gepfiffen. Kennen wir ja schon. Schade. Komm schon, jetzt nochmal in der Nachspielzeit. Eine gute Aktion würde doch reichen. Sieht aber nicht so aus, als wenn da noch was passiert. Jetzt nochmal eine letzte Chance. Feysulahu dreht sich am linken Strafraumeck um Sinn. Türk schlägt den Ball aufs lange Eck. Aber gut, einen Meter vorbei. Das war damit die letzte Chance. Einfach nur ärgerlich. In diesem Spiel hätten wir auf jeden Fall die 3 Punkte mitnehmen können. Wieder bitte 3 Punkte, die verdient gewesen wären, liegen lassen. So kommt man nicht von unten nach oben. Und ja, bei Dominik Stern bin ich mir jetzt eigentlich schon ziemlich sicher, der wird im Winter den Verein auf Leihbasis verlassen. Denn das ist, was er bis jetzt bei uns zeigt, ist absolut enttäuschend. Und ich hoffe, dass er in der Oberliga vielleicht bei irgendeinem Verein notentechnisch noch reinkommen könnte. Denn bis jetzt absolute Enttäuschung bei den Kurzeinsätzen, die er bekommt. Barilla wieder mit einer guten Leistung. Jakob heute mit einem Doppelpack. Also der ist der
Spieler, den man wirklich am wenigsten vorwerfen kann. Gut gespielt, hat sich die 54 wiedergeholt, sehr schön, trifft regelmäßig. Und ja, einmal hat er auch eine gute Aktion gehabt, die ihm dann wegen Abseits zurückgepfiffen wird, was kein Abseits war. Es war allgemein heute wieder ärgerlich mit dem Abseits, einmal eine Chance für die Alzenauer, die daraus entsteht, dass kein Abseits abgepfiffen wird, und auf unserer Seite wird uns wahrscheinlich ein Tor geklaut, wo es kein Abseits wird. Also das ist ärgerlich in der derzeitigen Situation mit den Abseitsstellungen und ähnlichem. Batz heute mal ausnahmsweise, was wir nicht von ihm gewöhnt sind, mit einer schlechten Leistung, sehr, sehr schade. Verursacht da im Prinzip das 3:3 in der 67. Minute. Sehr ärgerlich, nachdem er in den letzten Spielen immer so stark war. Und hier sehen wir auch nochmal in den Statistiken, wir hätten da mehr als verdient gewonnen, wenn wir hier diesen 3:2-Führung mitgenommen hätten. Sehr, sehr ärgerlich. Und auch Waldhof Mannheim verliert 0:1 gegen Rot-Weiß Koblenz. Und wir sind jetzt auf 2 Punkte auf den Nicht-Abstiegsplatz ran und sind 11 Punkte hinter dem Tabellenführer. Also wir müssen langsam mal 3 Punkte öfter mitnehmen, um hier unten rauszukommen. Nächste Chance dafür ist gegen Gießen. Die sind absolut schlecht drauf. Also wenn wir da nicht endlich mal wieder 3 Punkte mitnehmen, dann können wir eigentlich schon aufhören zu hoffen. Und ja, die anderen Spiele, die noch interessant sind, sind Balingen 5:1 gegen Hassia Bingen. Bingen damit weiter unten drinne. Balingen katapultiert sich währenddessen auf die 1 mit einer Tordifferenz von 6, auch nicht schlecht. Dann Offenbach gewinnt 2:0 gegen Homburg, sehr schön, bewegt sich auch wieder ein bisschen weiter nach oben. Allgemein hier in diesem Bereich nur 5 Punkte von Platz 11 bis 1. Dann Freiburg 2 gewinnt 4:0 gegen Steinbach, Stuttgarter Kickers 4:3 gegen Asturia Waldorf. Und so sehen die Begegnungen beim nächsten Mal aus. Gucken wir natürlich wie immer nochmal, wie es in der dritten Liga aussieht. Hansa gewinnt 4:0 gegen Wolfsburg 2, sehr schön, bleibt damit weiter oben dran. Immerhin schön zu sehen, dass Halle und Wolfsburg 2 unten drin sind. Hoffenheim 2 und Sonnenhof können gerne noch mit Unterhaching und Münster tauschen. Zweite Liga, gibt es da Änderungen oder sind das noch die Spiele vom letzten Mal? Das müssten schon neue Spiele sein. Union wieder Erster, Pauli 2. Hamburg macht Hamburg-Sachen. Und unten in der Tabelle Ingolstadt, Osnabrück und Darmstadt. Das sind Mannschaften, mit denen ich in dem Bereich leben kann, auch wenn ich Sandhausen noch lieber da unten drinne sehen würde. Und in der Bundesliga führt Bayern jetzt die Liga an. Nachdem Wolfsburg die ersten 7 Spiele gewonnen hatte, unterlegen sind sie jetzt 1:4 unterlegen gegen Dortmund. Bremen ist jetzt sogar auf dem 17. Platz, vom letztjährigen Überraschungspokalsieger überhaupt nichts zu erwarten. Denn im letzten Jahr waren sie eigentlich gar nicht so schlecht, waren eine Mittelklasse-Mannschaft, glaube ich. Was waren die, 8., 9. oder sowas? 9., genau. Also im Mittelfeld der Tabelle. Hier spielen sie wie letzte Saison in echt. Also, da könnte ich mir auch vorstellen, wenn wir da jetzt ein Angebot kriegen, dahin zu gehen. Das ist extrem bitter, vor allen Dingen Düsseldorf zu verlieren. Das ist doppelt so bitter. Ja, so viel also dazu. Dann gehen wir mal in die Spieltagsstatistik. Dort sehen wir von uns keinen Spieler. Sehr schade für Jakob, dass er nicht reinkommt, weil die anderen beiden Stürmer, die drinne sind, jeweils einen Hattrick erzielen. Das sind einmal Peter Mikkelsen, der Däne von den Stuttgarter Kickers, kam von Køge BK aus der 2. dänischen Liga, hat sich in dieser Saison einen Punkt verschlechtert und frisst ein extrem hohes Gehalt dafür. Wäre ansonsten auch interessant, aber mit dem Gehalt auf jeden Fall nicht. Ansonsten der 30-jährige Nikolai Groß von Asturia Waldorf hat sich in dieser Saison oder letzte Saison, ich weiß es gerade nicht, um einen Punkt verbessert. Ist ein sehr vereinstreuer Spieler von den Waldorfern. Asturia Waldorf, keine Ahnung, wie man die sagt. Und Steven Brecht spielt inzwischen tatsächlich in diesem Spielstand für Asturia Waldorf. Den habe ich letztens noch auf dem Vereinslosenmarkt gesehen. Aber wir gesehen, dass er gehaltstechnisch nichts für uns wäre. Sieht man ja auch hier. 260.000 Gehalt in der Regionalliga. Unser Bester verdient, glaube ich, 60.000 oder so was. Also 200.000 mehr. Und dementsprechend war der auch nichts für uns. Waldorf war bereit, ihm das zu zahlen.
kenne ich zum Beispiel von seiner Zeit bei Hansa und seiner Zeit bei Dortmund 2. Oh, ja, vor allem aber wegen seiner Hansa-Vergangenheit. Ansonsten Teamleistungen waren wir heute im oberen Bereich und sind damit insgesamt jetzt auf Platz 16. Da müssen wir uns auf jeden Fall auch noch ein bisschen nach oben kämpfen. Mannheim dort die beste Mannschaft. Und Jakob schießt sich mit seinem Doppelpack auch weiter oben rein in die Top-Gruppe der Torschützen. Ist jetzt noch ein Tor hinter den geteilten ersten Plätzen. Sascha Engel, der heute nicht getroffen hat, Groß, der ja dreimal getroffen hat und vorher genauso wie Jakob bei 7 Toren war. Und da Ferne da einmal getroffen hat, also ich bin da auf jeden Fall sehr zuversichtlich, wenn er weiter so trifft, dass er da weiter oben drinne bleiben kann. Max Christiansen weiterhin der Beste. Von den Noten her entwickelt sich weiterhin sehr schön und ist auch viel zu gut für diese Liga. Verdient gerade mal 85.000 bei Waldhof Mannheim. Also das ist eigentlich ein Schnäppchen der Spieler. Wenn man dann einen höherklassigen Verein kriegen könnte als Trainer, wäre das auf jeden Fall ein Transfer, den man sofort machen müsste. Könnte man selbst als Zweitligist eigentlich holen. Ansonsten, ja, Fairplay sind wir, wie schon in den letzten Parts gesagt, weiterhin auf dem letzten, da die Saarbrücker ja 3 rote Karten bekommen hatten, bevor wir Trainer waren. Und dann sehen wir uns sofort wieder. So, Viktoria Köln verpflichtet ablösefrei vom vereinslosen Markt einen interessanten Südkoreaner für die dritte Liga. Ansonsten noch Ruprecht, den wir eben schon angesprochen hatten. Und das war's mit interessanten Transfers, also der hatte gleich in seinem ersten Spiel für Waldorf eine gute Leistung gezeigt. So, in einer lokalen Zeitung ist zu lesen, dass wir uns nicht für den SC Velbert entschieden haben. Ich weiß nicht mal, wo die spielen. Oberliga, also es wäre sowieso ein Rückschritt gewesen von einem Abstiegskandidaten aus der Oberliga zu so einem Verein in der Regionalliga. Also, ja. Außerdem Reutlingen, die auch Abstiegskandidat in der Oberliga sind in Baden-Württemberg. Das verstehe ich aber nicht. Die sind ja normalerweise eher oben dabei. Scheinen aber keine vernünftige Elf zusammenzukriegen. Scheinen also ein Kaderproblem zu haben. Und deswegen unten drinne zu hängen. Auch das wäre ja ein Rückschritt. Und auch die beiden sind nicht wirklich was. Hildesheim wahrscheinlich auch wieder Oberliga, ne? Ja, also keine Ahnung, warum man jetzt als Oberligist versucht, uns da zu holen. Denn diesen Rückschritt würde ich auf jeden Fall nicht machen, wenn es bei uns eigentlich derzeit die Entwicklung positiv aussieht und wir seit 4 Spielen ungeschlagen sind. Also da sehe ich eigentlich keinen Grund, jetzt in die Oberliga zu einem Abstiegskandidaten zu wechseln. Und ja, das war's dann auch mit dem heutigen Part eigentlich. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Heute hätten wir auf jeden Fall gewinnen müssen. Trotzdem ist es immerhin der Erste, also ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Einerseits gut, da wir weiterhin ungeschlagen sind und es immerhin der Erste war und wir immer noch unten drinne sind. Also Form und sowas spricht ja immer noch weiter gegen uns. Allerdings müssen wir halt in die Form kommen, waren von der Stärke her klarer Favorit, hatten den Heimvorteil und alles. Also das sprach jetzt eigentlich für uns, gerade nachdem wir diesen Sieg im Elfmeterschießen gegen Freiburg mitnehmen konnten, müssen wir jetzt eigentlich das nächste Spiel auf jeden Fall gewinnen. Waldorf wird dann schon wieder, vor allen Dingen jetzt nach dem Ruprecht-Transfer, schwierig. Koblenz müssen wir dann auch gewinnen. Also da müssen wir auf jeden Fall jetzt 7 Punkte aus den nächsten 3 Spielen mitnehmen, denn dann kriegen wir auch gegen Würzburg wieder einen saustarken Gegner. Und da müssen wir gute Form mitnehmen, um da eine Chance gegen den Drittliga-Absteiger zu haben. Dementsprechend wird es eine schwere Aufgabe. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da dann auch wieder dabei seid. Vielen Dank also fürs Zuschauen heute und dann bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch noch wunderschöne Tage. Ciao.